Hi Leute, herzlich willkommen zum Monatsrückblick vom Mai 2018. Ja, standesgemäß fange ich wieder an mit den Folgen von Empyrion Galactic Survival. Da hießen die Folgen: Ein neues Gebäude, die Grundmauern, Mauerarbeiten beenden, die Ofensteuerung, die Schmelzofen-Arena ist fertig, der Schmelzofentest, der Hof bekommt etwas Farbe und die letzte Folge hieß, wenn der Spaß fehlt. Ja, ja, gehen wir erstmal zum Highlight von Empyrion. Ich würde sagen, dass wir Mauerarbeiten beenden. Ja, da habe ich die Schmelzofen-Arena, das eine Gebäude, ist stetig gewachsen und habe ich auch soweit beenden können. Also die Mauerarbeiten, wie auch die Folge heißt, Mauerarbeiten beenden, logischerweise. Und ja, in der nächsten Folge kam da etwas Farbe dazu und dann sah das Ganze schon viel, viel besser aus. Ja, und ganz zum Schluss kam, wenn der Spaß fehlt. Ja, da habe ich so ein bisschen aufgelistet, warum das jetzt quasi die letzte Folge ist, beziehungsweise wurde von Empyrion. Denn, ja, erstens erscheinen wenig Leute immer zu, oder beziehungsweise fast niemand. Das waren 128 Folgen bei der zweiten Staffel. Und insgesamt waren es bei Empyrion Galactic Survival 220 Folgen. Und ja, es hat eigentlich nie jemand irgendwas oder selten jemand was in die Kommentare geschrieben wie ja, machen wir das oder gutes Video. Okay, gutes Video braucht niemand dazu schreiben, das weiß ich selbst, dass sie einigermaßen gut sind. Und ja, mir sind auch dann ein bisschen Ideen ausgegangen. Ich hätte noch Ideen gehabt, dass ich so eine eigene Villa baue und einen Turm und vielleicht noch ein anderes Gebäude, aber ja, ist ja immer das Gleiche. Genauso wie die Schmelzofen-Arena ist auch nur ein weiteres Gebäude und ja, da fehlt ein bisschen, wie soll ich es nennen, irgendwie der Faden, der wo das Spiel mich führt, also quasi wie eine Story quasi, also mach das und dann das und dann das und dann bekommst du das und das und dann geht's hier und dort weiter und ja und so weiter und so weiter. Das hat ein bisschen gefehlt, das ist klar, ist ja nur ein Survival-Spiel. Es gibt zwar so eine Art Plot, dass man verschiedene Sachen bauen muss, dass man dann wieder was bekommt und dann kann man wieder was freischalten. Aber es ist ja auch immer wieder das Gleiche und das habe ich alles schon in der ersten Staffel gemacht, beziehungsweise am Anfang der zweiten Staffel. Und ja, ich habe also so ein bisschen Frust schon gehabt in den letzten Folgen. Wenn ich zwar reinschaue in den Videomanager, wo quasi die ganzen Videos von YouTube von mir aufgelistet sind, da kann ich reinschauen. Heute ist der 29.05. aktuell. Und die letzte Folge, also quasi wenn der Spaß fehlt, hat 10 Aufrufe. Ich glaube mindestens 3 waren von mir von diesen Aufrufen, denn ich schaue immer mindestens einmal das Video selbst auf YouTube an, schaue, ob da irgendwie Fehler zu sehen sind, also bevor es veröffentlicht wird. Und ja, ab und zu gibt es mal ein paar kleinere, wie soll ich es nennen, akustische Fehler oder sowas. Ja, nicht oder sowas, sondern so nenne ich es einfach, denn wenn ich das Video bei mir auf dem Computer nochmal anschaue, nachher rendern und dann hochgeladen habe, dann kann es sein, dass irgendwie ein paar Teile sich irgendwie anders da anhören, wie ich es eigentlich gesagt habe. Und dann tue ich das Video einfach nochmal rendern, tue die eine Stelle nochmal ein bisschen akustisch hervorheben, also quasi die Lautstärke etwas erhöhen und dann hört sich das Ganze in YouTube gleich viel besser an. Obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Und ja, wenn der Spaß fehlt, ja, da hat mir wirklich fast beim Video bearbeiten schon der Spaß gefehlt. das habe ich, egal, das habe ich ja zweimal hochgeladen, das Video. Und ja, jetzt passt auf jeden Fall, also ist einigermaßen, würde ich mal sagen. Und wenn ich halt die vorletzte Folge, die Folge 127, haben 8 Leute gesehen, da war auch ein Aufruf von mir. Und die Folge 126 haben nur 6 Leute gesehen. Naja, also das wird immer weniger und weniger. Folge 123 zum Beispiel nur 5 Leute. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie,
wie ich den Titel benenne, zum Beispiel Folge 127 hieß, der Hof bekommt etwas Farbe. Und ja, das war jetzt nicht so der Burner, der Text. Und deswegen wundert es mich auch, dass da hier acht Leute zugeschaut haben. Aber egal. Ich mache jetzt hier mal einen Cut bei Imperion. Genauso wie mit der Cities Skylines habe ich auch schon mal gesagt, ich mache hier einen Cut und dann geht es irgendwann mal weiter. Cities Skylines kommt jetzt auf jeden Fall nicht in den nächsten Monaten, habe ich nicht geplant. Und ach ja, bei Imperion, da ist ja ein großes Update schon quasi zu riechen, sage ich mal. Die 8.0, und ja, wenn das mal rauskommt, dann werde ich da vielleicht mal mit meiner Basis, die werde ich dann einfach mitnehmen, 1:1. Werde ich dann irgendwo auf einem anderen fremden Planeten, oder wenn die Planeten anders aussehen, werde ich da nochmal meine Basis aufschlagen. Und ja, dann gibt es vielleicht nochmal so ein kleines Comeback von Imperion. Aber ich weiß es noch nicht. Ich bin so ein bisschen unsicher, was das Spiel angeht. Das Spiel an sich macht Spaß, aber ist ja schade. Ja. Also ihr seid nicht daran schuld, also die Leute, die gut zuschauen, die auf jeden Fall nicht, und die Imperion am Anfang angeschaut haben und quasi das bisschen so gepusht haben und jetzt nicht mehr zuschauen, ja, die sind schuld. Nur die sind schuld. Das war quasi auch der Blick in die Zukunft bei Imperion. Ja, das nächste Spiel, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und was mir auch immer noch sehr viel Spaß macht, ist Trackmania 2 Map Building, also so nenne ich das Ganze einfach. Und zwar hieß die Map Lupus Tile 2018 und rein zufälligerweise zum Monatsende, quasi heute am 29. kommt die letzte Folge raus. Die heißt Das Schwerste zum Schluss. Und ja, beziehungsweise wenn ihr hier diesen Monatsrückblick seht, dann ist das andere Video auch schon online. Also, aber jetzt ist es noch nicht online. Dann ist, ja, okay, eine halbe Stunde ist online. Aber so lange werde ich dieses Video jetzt nicht machen. Egal. Und ja, da hießen die Folgen: Plattformen und Straßen, das Ziel zum Greifen nahe, der Kurvenspezialist, doppelt hält besser, Ideen teilen, dekomäßig zum Ende kommen. Das blaue Licht, Intro und Podium. Und die letzte Folge, quasi die gestrige Folge, also quasi die, wo für mich heute rauskommt, aber für euch gestern. Oh Gott, wie kompliziert. Heißt Das Schwerste zum Schluss. Genau. Und ja. Ich hätte gerne noch länger da weitergebaut, aber ich habe ja quasi mir so ein kleines Limit gesetzt, dass die Map nur 10x10 Blöcke groß wird, also so eine Grundfläche von 10x10 Blöcken hat. Und ja, die Map ist auch bald online. Oh, die muss ich noch heute hochladen. Ah, hier, ich habe ganz vergessen. Die muss ich ja noch hochladen, genau. Und ich habe 1 Minute 17 oder so, was war meine Outdoor-Zeit. Bin mal gespannt, wer die Zeit knackt. Die war nämlich richtig gut, finde ich. Ein paar Kurven hätte ich vielleicht besser fahren können. Und ja, da war das Highlight auf jeden Fall von Map Building Lupus Hell 2018, war der Kurvenspezialist. Ich habe da Kurven umgebaut bis zum geht nicht mehr, und eine Kurve, da wo ich wirklich sehr lange dran gesessen bin, die passt jetzt, man. Also nicht jetzt, sondern die vor etlichen Folgen hat die schon gepasst, sagen wir es mal so. Und die kann man jetzt richtig perfekt fahren. Man kommt da richtig schön über einen Sprung, so leicht in. Man springt, kommt schön auf diese neue oder auf die geänderte Rampe und dann ja, geht es halt weiter, ohne dass man irgendwie hart landet. Und ja, das ist schon ein kleines Highlight, würde ich mal sagen. Und ja, weiter geht's mit Map Building Lupo Style 2018. Eben nicht mehr, das war's ja, das Ausschluss vorbei. Und ja, vielleicht kommt dann irgendwann mal so ein kleines
Map-Review, wenn ich die Map nochmal umgebaut habe oder ein anderes Projekt von mir online ist oder wenn ich ein anderes oder ein aktuelles Trackmania-Video hochgeladen habe, da bin ich jetzt immer noch dran. Das Video wird ungefähr, ich schätze mal, 3-3,5 Minuten lang, also nicht lange. Die ersten 30 Sekunden habe ich schon und die ersten 30 Sekunden waren beim Schneiden ungefähr Arbeit von 4 Stunden. Also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass das Video auch komplett wird, denn ja, es gibt verschiedene Kamerafahrten und Soundeffekte und ja, coole Musik im Hintergrund und ja, also richtig aufwendig. Und ja, vielleicht mache ich es dann doch wieder ein bisschen anders, dass ich den Schluss vielleicht eher ein bisschen ruhiger gestalte und am Anfang Action geladen oder vielleicht dann das wieder umdrehe oder das Projekt komplett neu mache oder so, ich weiß es eben noch nicht. Und ja, das war's quasi mit Map Building Lupus Teil 2018. Weiter geht's zu euren absoluten Lieblingsspiel. Wenn ich schaue, die letzte Folge, die... Nee, jetzt komme ich ja komplett durcheinander. Lupus Teil, die letzte Folge Lupus Teil kam am Dienstag. Genau, so ist richtig. Morgen ist Mittwoch, da kommt Extra Bird. Genau. Und übermorgen, also quasi am Donnerstag, am 1. Nee, am 31.05. sieht es ja quasi hier diesen Monatsrückblick. Jetzt kommt schon ganz durcheinander. Genau. Und jetzt zu euren absoluten Lieblingsspiel X-Ray Bird. Die 1-Stunden-Version. Habe nicht gedacht, dass so viele Leute das jedes Mal anschauen. Und es gibt auch welche, die schreiben ab und zu mal was in die Kommentare. Und es freut mich echt, wenn ich da wieder zurückschreiben kann und so ein bisschen Feedback bekomme. Wenn ich irgendwie ein größeres oder längeres Video, nicht längeres Video, sondern eine längere Video-Session bearbeitet habe und ja, dann quasi einen Daumen nach oben bekomme und ja, bei X-Ray Bird, hier sind die Folgen. Das der Freeze wiedersehen. Die Styrovok, genau, zu sein Schiff. Reise zum Malsturm. Ne, unsere Reise zum Malsturm, genau, so ist die Folge. Dann neblige Angelegenheit. Eier, Raumfliegen, Eier. Alle Omikron, Augen auf. Baumarkt Fertigstellung, genau, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Und quasi gestern, am 30.05., jetzt stimmt es wieder das Datum, kam die Folge Fabrik Nummer 4. Und ich würde sagen, da war auf jeden Fall bei X-Ray Bird in diesem Monat das Highlight. Alle Omikron Augen auf. Das hat mich wirklich sehr lange begleitet. Da habe ich 6 Stunden, glaube ich, knappe 6 Stunden am Stück aufgenommen. Habe das quasi mit einem Zeitcode versehen, das Video. Habe es dann rendern lassen. Das waren dann, ich glaube, 34 GB oder sowas Rohmaterial. Hab das Ganze dann zusammengeschnitten und bin dann so unter eine Stunde gekommen und habe dann hinten nochmal so eine kleine Sequenz dran gehängt. So von ein paar Minuten auch noch so einen Screenshot gemacht, wo man sieht, wie groß die Datei war. Und ja, da habe ich in ganz Omikron quasi die ganzen Händleraugen, nenne ich es mal, aufgemacht. Und da hat einerseits wahnsinnig viel Spaß gemacht, so ein Stück mal 6 Stunden spielen. Nonstop, ja, okay. Toilettenpause war dabei. Und ja, das hat wirklich lange gedauert. Also, puh. ja, bei X-Ray Bird geht es ganz mal weiter. Da werde ich, beziehungsweise habe ich gestern, also am 30.05. habe ich die Fabrik Nummer 4 aufgestellt. Das war oder ist, wie hieß die Fabrik? UAV-Teilezulieferer oder so ähnlich? Ich glaube schon, ja, UAV-Teilezulieferer. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher Sektor ich die aufgestellt habe. Weiß es nicht mehr. Ah, egal. Obwohl, ich könnte ja. Sekunde, ich schaue mal schnell nach. Da gibt es so eine tolle Website. Der schon öfters empfohlen.
man zwar sitezwell.de. Da gibt es alles, oder sitezwell.de, genau. Da findet ihr alle Informationen über X-Rebirth, X-3 Terror und Konflikt, alle X-Spiele über, ja, und weitere Spiele. Okay, wo war ich da? Omikron? Nee, Schattennebel? Nee, halt, nee, falsch. Albion? Verpasste Alpha? Nee, einsame Ferne, genau, so hieß der Sektor. Und da habe ich in. Oh Gott, erstmal. Edelsteinmanufaktur, genau, da habe ich meine Station aufgestellt. Und ja, die wächst jetzt langsam, die ist unheimlich teuer, habe ich gesehen. Also, boah. Manche Bauabschnitte kosten, glaube ich, über 30 Millionen Credits oder so. Und ja, das wird mich noch ein bisschen, oder sagen wir, eine längere Zeit begleiten. Und ja, ich werde auf jeden Fall andere Galaxien nochmal besuchen, die ich schon lange nicht mehr besucht habe. Also Albion, also quasi meine Heimat, sag ich mal. Omikron habe ich jetzt auch 6 Stunden lang besucht. The Freeze war ich auch schon mal. Das The Freeze Wiedersehen hieß ja die Folge. Anfang des Monats. Malstrom habe ich auch schon komplett erkundet. Ja, und dann bleiben eigentlich nicht mehr so viele Galaxien übrig. ja, Turide habe ich auch schon aktiv besucht. Das können wir auch ausschließen. Dann bleibt eigentlich nur noch Heimat des Profits, Froststern und Heimat des Lichts übrig. Heimat des Lichts. Da war ich, glaube ich, auch schon mal länger unterwegs. Aber könnte ich mal wieder hinschauen. Also kann ich schaden. Ja, egal, passt schon. Das war quasi auch der kleine Blick in die Zukunft bei X-Rebirth. Ja, dann. Jetzt fallen ja quasi 2 Spiele weg. Empyrean kam die letzte Folge und von Trackmania Map Building Lupus Style 2018 kam ja auch die letzte Folge. Was passiert nun? Ja, jetzt machen wir so ein kleines Geheimnis draus, denn. Ich werde, wo war ich das jetzt am blödsten? Kann ich ein extra Video machen? Einen Uploadplan für, oder einen aktuellen Uploadplan? Also quasi heute, wenn ihr dieses Video seht, also quasi wenn dieses Video veröffentlicht wird, ist 31. Mai. Genau, check. Dann, morgen ist der 1. Mai. Da werde ich dann ein Video veröffentlichen, wieder um 17 Uhr logischerweise. Das heißt dann der aktuelle Upload-Plan ab 1. Juni 2018, genau, so in etwa werde ich es nennen. Und da werde ich dann nochmal die Videos darstellen, wie ich die quasi in der Woche veröffentlichen werde, von welchem Spiel auch. Und ja, seid ihr überrascht oder bleibt ihr überrascht oder seid ihr einfach überrascht sein. Egal ob es Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, egal, einfach überrascht sein ist immer das Beste. Denn da kommt ein nagelneues Spiel dazu, das hat glaube ich noch keiner von euch gehört. Oder die wenigsten, sagen wir es mal so. Und ein Spiel ist dabei, also ein nagelneues und eins, das habe ich schon mal gespielt, 2 Staffeln lang. Okay, es ist nicht City Skylines und es ist auch nicht Empyrean. Da bleiben nicht so viele Spiele übrig und ja, einfach überrascht bleiben, sein, sollen, wie auch immer. Und ja, dann würde ich mal sagen, dann war es für diesen Monatsrückblick vom Mai 2018. Also macht es gut, bis zum nächsten Monatsrückblick bzw. zum nächsten Video oder bis morgen. Also macht es gut, bis dann. Ciao.